Also für mich ist Transfer ein Sozialunternehmen. Das heisst, wir arbeiten genau wie alle anderen Unternehmen auch, marktwirtschaftlich. Aber mit etwas mehr Sinn dahinter, weil wir vor allem mit psychisch beeinträchtigten Leuten ihnen wieder den Platz im Arbeitsleben können zurückgeben können. Transfer ist eine Sozialunternehmung. Vor allem psychisch beeinträchtigte Leute wieder ihren Platz im Arbeits- und Gesellschaftsleben finden. Gerade für die psychisch Beeinträchtigten, die eine relativ neue Erscheinung war, keine Arbeiten gegeben, keine Aufgaben gegeben. Und das war die Idee, dass man Transfer gegründet hat. Mittlerweile 26 Jahre her, als die Unternehmung gegründet wurde. Die ursprüngliche Idee war, dass man Leute, die in eine Krise sind oder auch Klinikaufenthalte hatten, dass man die wieder Schritt für Schritt in ein Arbeitsleben zurück integrieren kann. Das war die Grundidee. Und die ist nach wie vor noch top aktuell. Ja, Projekte haben wir viele. Die Grundidee ist, dass wir möglichst viele Arbeiten anbieten können, also verschiedene Arbeitsfelder, Berufsfelder, dass wir auf die einzelnen Kompetenzen, die unsere Leute haben, können darauf eingehen. Das heisst, wir wollen sicher der Partner von Wirtschaft sein, Partner von Industrie sein und wir wollen ihnen das gutes Produkt mit sozialem Mehrwert bieten. Wir stehen für, dass wir Leute, die irgendein Wahnmalen Brauch in ihrem Leben hatten, wieder ihren Selbstwert zurückgeben können, sie können aufbauen, dass sie an ihrer Aufgabe dran wieder Freude finden und können wachsen, sodass sie möglichst wenig beeinträchtigt sind. Ich finde, die Arbeit ist in unseren Kulturkreisen ja ein relativ zentraler Bestandteil. Und das merkt man erst, wenn die Arbeit fehlt, dass das im Zentrum ist von unserem Dasein. Und ich finde das eine Lebensaufgabe, dass wir können Leute das anbieten können, die sonst im ersten Arbeitsmarkt das nicht würde finden oder wieder würde rausfallen. Und wir können ihnen die Möglichkeit geben, hier mal einen Break zu machen, wieder anfangen zu arbeiten, sodass sie wieder im besten Fall in dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Und mit dieser Aufgabe ihr Leben können bestreiten. Beeinträchtigte sind es im Moment knapp um die 300, die bei uns tätig sind. Ja, im Moment ist alles, was vegane Lebensmittel oder vegetarische Lebensmittel sehr beliebt. Und alles, was mit Food Waste zu tun hat, wo man Waren oder Lebensmittel, die sonst in Abfall landen, wiederverwertet, das ist im Moment absoluter Trend. In der Logistik sind es alles, was mit der Freizeit zu tun hat, eben zum Beispiel Kartenspiele, die sehr beliebt sind. Und alles, was mit Wellness und Wellbeing zu tun hat, also für die Heime.